Die neue A-Klasse. Der Pulsschlag einer neuen Generation. In Ihrem Autohaus Allgäu in Kempten, Kaufbeuren und Immenstadt. Der 1. Mai bei TV Allgäu Nachrichten. Ich begrüße Sie zu einer aktuellen Ausgabe unseres Magazins. Folgende Themen werden uns in den nächsten 30 Minuten unter anderem beschäftigen. Abschiebung nach Afghanistan. Kaufbeurer Fußballer kämpfen für ihren Mitspieler. Kritische Alltagsanalyse. Landestheater Schwaben stellt Programm der neuen Spielzeit vor und Brauchtum und Sicherheit. Wie hier in Altusried wurden heute überall im Allgäu die Maibäume aufgestellt. Es ist ein bewegendes Schicksal. Mit 6 Jahren musste Ramat Hamidi aus Afghanistan fliehen. Was folgte, war eine Odyssee durch verschiedenste Länder. Inzwischen ist er seit 2 Jahren in Kaufbeuren. Der heute 19-Jährige hat Deutsch gelernt und der Fußballverein ist für ihn zu einer Art Ersatzfamilie geworden. Doch nun droht Ramat die Abschiebung nach Afghanistan. Seine Freunde vom Fußballverein wollen das verhindern. Sie kämpfen dafür, dass Ramat bleiben darf. Rechtlich sind bereits alle Mittel ausgeschöpft, ohne Erfolg allerdings. Jetzt ist eine Petition im Landtag die letzte Hoffnung. Der Fußballplatz der Spielvereinigung Kaufbeuren. Für den jungen Afghanen Ramat Hamidi ist er zu einer Art zweiten Heimat geworden. Seit 20 Monaten lebt er in einem Kaufbeurer Asylbewerberheim. Sein Weg dahin war lang. Damals, wenn ich weggegangen von Afghanistan, war ich nur 6 Jahre alt. Der Grund für die Flucht? Ramats Vater war von Mitgliedern des Familienclans ermordet worden, weil er nicht mit den Taliban kooperieren wollte. Nach dem Mord floh Ramats Mutter mit ihren Kindern in den Iran. Doch willkommen waren sie dort nicht. Ein Hund hat einen Pass, aber wir sind in Persien, haben keinen Pass. Ja. Schließlich floh er über die Türkei nach Griechenland. Doch hier wurde er nicht dauerhaft geduldet. Er wurde abgeschoben, zurück in den Iran. Ramat floh nach Deutschland, kam auf der Ladefläche eines Lastwagens illegal ins Land. Ich komme nach Deutschland, um ruhig und richtig zu leben. Ja? In Deutschland ein neues Leben beginnen. Der Fußball hat Ramat dabei geholfen. Seit dem ersten Tag in Kaufbeuren ist er bei der Spielvereinigung dabei. Seit er jetzt da ist, finde ich, hat das gut geklappt. Also hat auch gut die Sprache gut gelernt. Also hier ist es noch nicht fließend, aber er kann sich gut verständigen. Mir helfen ihm da auch dann ein paar Sachen, dann die Übungen zum Erklären oder so. Aber er braucht fast keine Hilfe mehr. Das klappt echt ganz gut. Doch damit könnte es bald vorbei sein. Ramat droht die Abschiebung nach Afghanistan. 250 Euro Anwaltskosten haben die Vereinskameraden gesammelt. Doch beide Verfahren gingen verloren. Man sagt ganz klar, er ist in einem Alter, wo er alleine zurechtkommt. Das heißt, Sie müssen sich bildlich vorstellen, er wird in Afghanistan aus dem Flugzeug rausgeworfen, auf Deutsch gesagt, und sagen, du bist über 18 Jahre alt, du bist arbeitsfähig und du kannst dir als Tageslöhner, so steht es auch im Gerichtsurteil drin, du kannst dir als Tageslöhner deinen Lebensunterhalt verdienen in Afghanistan. Was dabei nicht berücksichtigt wurde, für Ramat bedeutet eine Rückkehr nach Afghanistan Lebensgefahr. Ramat hat das Problem, dass sein Vater umgebracht worden ist durch einen Familienclan in seiner eigenen Familie. Ramat ist der älteste Sohn des getöteten Vaters, dem die Blutrache zusteht. Ja, und diese Familie, wo sein Vater umgebracht hat, weil sein Vater hat sich von den Taliban abgewandt, wollte Polizist werden, diese Familie hat jetzt Angst, dass er diese Blutrache für sich in Anspruch nimmt, wo er drüben auch gesetzlich dürfte. Das heißt, sie wollen ihm zuvorkommen, wenn er nach Afghanistan zurückkehrt und die bekommen es mit, dann werden sie ihm zuvorkommen, indem sie versuchen, ihn umzubringen. Die Spielvereinigung Kaufbeuren setzt sich deswegen weiter dafür ein, dass Ramat in Deutschland bleiben darf. Eine Petition vor dem Bayerischen Landtag ist die letzte Möglichkeit, eine Abschiebung zu verhindern. Der Abgeordnete Bernhard Pohl unterstützt die Fußballer dabei. Ich werde natürlich versuchen, alle Hebel in Bewegung zu setzen im Bayerischen Landtag, dass wir hier eine Lösung finden, gemeinsam mit der Exekutive. Und Chancen haben wir. Im Juni soll im Landtag über die Petition entschieden werden.
Bis dahin geht für Ramat und seine Freunde das Hoffen und Bangen weiter. Ich muss leben, ja. Jeder Mensch muss leben. Ich muss auch. Für ein Leben in Deutschland hätte Ramat eine klare Perspektive. Er hat bereits eine Lehrstelle in einem Kaufbeurer Autohaus. Ein Freinachtsscherz hat heute in Rammingen einen größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr nach sich gezogen. Gefahr für die Bevölkerung nicht ausgeschlossen. Eine Gruppe Unbekannter hatte in der Nacht vom Hof eines Landwirts 2,5 Säcke Maissaat aus einem Saatgerät gestohlen und diese überall im Ort verteilt. Das Problem? Es handelte sich um chemisch behandeltes, sogenanntes gebeiztes Saatgut. Und das dabei benutzte chemische Mittel kann beim Menschen zu gesundheitlichen Problemen führen. Zwar waren Polizei und Feuerwehr heute stundenlang damit beschäftigt, die Maiskörner wieder aufzusammeln. Dass die aber tatsächlich alle Körner gefunden haben, das ist wohl eher unwahrscheinlich. Vor allem auf Privatgrundstücken ist das nur schwer nachvollziehbar. Die Polizei bittet deshalb alle Ramminger nachzuschauen, ob bei ihnen Maissaat ausgeschüttet wurde. Wenn ja, dann sollte das Saatgut mit Handschuhen entfernt und die Hände anschließend gründlich gewaschen werden. Gefährlich sind die behandelten Maiskörner vor allem, wenn sie mit dem Mund aufgenommen werden. Eltern werden deshalb darum gebeten, auf ihre Kleinkinder besonders aufzupassen und größere Kinder zu informieren. Befindet sich die gebeizte Maissaat in der Nähe von angebautem Obst und Gemüse, so wird empfohlen, dieses im Zweifel zu vernichten. Sollte es dennoch zu Gesundheitsbeeinträchtigungen wie Übelkeit, Erbrechen oder Blutdruckschwankungen kommen, dann rufen Sie bitte den Notruf 112 an. Auch woanders hat es heute Nacht Freinachtsscherze gegeben, nicht überall allerdings so gefährlich wie in Rammingen. Die Freinachtsbilanz gleich in Kompakt. Lassen Sie sich in unserem Showroom inspirieren und finden Sie genau die Fliesen und Natursteine, die zu Ihrem Lebensgefühl passen. Erleben Sie unser umfassendes Leistungsspektrum und vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung. Fliesenraffler Marmor in Markt Oberdorf. SOS Kinderdorf baut neue Einrichtungen für Kinder in Deutschland. Weil Kinder ein Zuhause brauchen. Jetzt spenden oder Pate werden. SOS Kinderdorf. Erleben Sie Auswahl, Qualität und Service der Extraklasse. Unser fachkundiges Personal berät Sie gerne bei Ihrem Küchenkauf. Küchenmeier. Mit Sicherheit die beste Wahl. Jetzt spenden oder Pate werden. SOS Kinderdorf. Sport Schindele Ronsberg. Ihr Spezialist für Alpin, Freizeit und Outdoor-Sport im Allgäu. Eine gigantische Auswahl von Top-Markenartikeln zu Top-Preisen. Kommen Sie und lassen Sie sich beraten. Unsere Spezialisten erwarten Sie. Traumhaft reisen mit Arnold, Ihr Reisepartner in Dietmannsried. Lotto, rechnen Sie mit allem. Bei Lotto gewinnen Sie jetzt in der neuen Gewinnklasse schon mit 2 richtigen plus Superzahl einen festen Gewinnbetrag von 5 Euro. Und was ist noch neu bei Lotto? Einfachere Spielregeln, neue Gewinnklasse, höhere Gewinnchance und 28% mehr im Jackpot. Das Original bleibt, die Chance steigt. www.lottobayern.de. Spielteilnahme ab 18. Glücksspiel kann süchtig machen. Infos unter www.bzga.de. Einfach gut leben. Servus in Stadt und Land. Jetzt neu. Überall, wo es Zeitschriften gibt.
TV Allgäu, Ihr regionaler Mediendienstleister. Wir sind Ihr Ansprechpartner für Filmproduktionen jeder Art. Egal ob Image- oder Messefilme. Werbung. Video fürs Internet. Oder die Dokumentation Ihrer Veranstaltungen. Wir machen aus Bildern, die bewegen, bewegte Bilder. TV Allgäu. Mehr als Fernsehen. Die Meldungen des Tages. Die Allgäuer Polizei zieht eine positive Bilanz der gestrigen Freinacht. Insgesamt sei die Zahl der Notrufe gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen, so die Beamten. Es sei aber davon auszugehen, dass so manche Sachbeschädigung oder Körperverletzung erst später gemeldet wird. Die Bandbreite der sogenannten Freinachtsscherze habe sich im üblichen Rahmen bewegt, so die Polizei. Sie reicht von beschädigten Fahrzeugen über mit Eiern beschmierten Hauswänden bis hin zu zerstörten Bepflanzungen. In Weidnau beispielsweise entzündeten bislang unbekannte Plastikplanen im Bereich der Laderampe eines Verbrauchermarktes. Glücklicherweise waren die Flammen nicht so hoch, dass sie auf das Gebäude übergreifen konnten. In Bad Wörishofen wurden Mülltonnen umgekippt und entleert. Die verantwortliche Gruppe wurde zwischenzeitlich ausfindig gemacht und darf sich jetzt um die Beseitigung der Schweinerei kümmern. Bei Krugzell sprangen 4 Jugendliche auf einem geparkten Auto herum. Dieses wurde dabei aber augenscheinlich nicht beschädigt. Für die in Kaufbeuren geplante Außenstelle der Kemptner Hochschule fordert der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl Haushaltsmittel für die Planung. Das werde die Entscheidung von Wissenschaftsminister Heubisch für den Standort Kaufbeuren festigen, so Pohls Überzeugung. Vereinbart sei gewesen, diese Mittel bereits im März einzustellen, schreibt Pohl in einem Brief an Finanzstaatssekretär Pschierer. Jetzt sei es fast Mai, passiert sei aber noch nichts. Das falsche Auto ausgesucht hat sich ein 22-Jähriger heute Nacht in Oberstdorf. Der angetrunkene Bremer versuchte ausgerechnet, ein ziviles Fahrzeug der Polizei zu stehlen. Die Beamten hatten das Auto im Ortskern abgestellt, um etwas zu klären. Der junge Mann nutzte ihre Abwesenheit und versuchte zunächst über den Türgriff das Fahrzeug zu öffnen. Als das nicht gelang, griff er durch das Fenster auf der Fahrerseite, wieder ohne Erfolg. Als er auf die Beifahrerseite wechselte, um die Türe dort durch das leicht geöffnete Fenster zu öffnen, da wurde er von den Polizisten entdeckt und gestellt. Ihn erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren. In Kempten ist heute Nacht ein 16-Jähriger aus einem Baumhaus gefallen und 3 Meter in die Tiefe gestürzt. Er hatte sich dort offenbar mit einem gleichaltrigen Jungen versteckt, um Alkohol zu trinken. Dabei wurde er offenbar immer übermütiger und war wohl auch nicht mehr so ganz Herr seiner Sinne. Der Junge verlor den Halt und stürzte aus seiner luftigen Behausung in die Tiefe. Er wurde mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Allgäuer Starkoch Christian Henze widmet sich der schnellen Küche. In seiner Kochschule in Kempten hat er jetzt Gerichte aus seinem neuen Kochbuch schnell, einfach, ehrlich nachgekocht. Also der Trend ist auf jeden Fall schnelle Küche. Das unkomplizierte Kochen steht auf jeden Fall im Vordergrund. Ja, noch vor 10 Jahren hätte ich vielleicht gesagt, gut kochen hat auch viel mit Kochkunst zu tun und einer entsprechenden exklusiven Küche. Heutzutage würde ich sagen, je einfacher, desto besser und je unkomplizierter, desto besser schmeckt es auch. Die Gerichte in seinem Kochbuch sollen innerhalb von 30 Minuten kochbar sein. Im Gegensatz zu vielen anderen Kochbüchern seien die Zutaten dafür fast überall erhältlich. Ein Buch für jeden Tag, wo man einfach aufschlagen kann und wirklich unglaublich unkomplizierte Sachen kochen kann, wie die Leberkäs-Sensation zum Beispiel. Ja, man kauft ein Leberkäsebrät, gibt ein bisschen Käse rein, formt Buletten oder Pflanzerl, brät die in der Pfanne raus und serviert das Ganze mit einem Tomatensalat und Rucola. Das ist unglaublich lecker und in 15, 20 Minuten zuzubereiten. Schnell, einfach, ehrlich ist das insgesamt 23. Kochbuch von Christian Henze. Jugendliche, die im landwirtschaftlichen Betrieb ihrer Eltern mithelfen, dürfen künftig erst ab einem Alter von 15 Jahren Traktor fahren. Das teilt das Landratsamt Ostallgäu jetzt mit. Bisher war das Fahren von Traktoren in Ausnahmen ab 14 erlaubt. Grund für die Änderung ist, dass Traktoren mittlerweile oft Ausmaße eines LKW haben. Deshalb hat die Regierung von Schwaben jetzt eine Anpassung vorgenommen.
Voraussetzung für die Ausnahmeregelung ist aber nach wie vor, dass es sich nicht um eine Hobbylandwirtschaft handelt, dass der Jugendliche im elterlichen Betrieb hilft und dass der Antragsteller seine geistige und körperliche Reife durch eine medizinisch-psychologische Untersuchung nachweisen kann. Am Allgäu Airport hat sich eine neue Fluggesellschaft angesiedelt. Die Air Allgäu versteht sich als Lufttaxi, das im Auftrag von Geschäftsreisenden Memmingen mit 1600 Flugplätzen in ganz Europa verbindet. Der siebensitzige Businessjet kann im Zweifel bis zu 90 Minuten vor Flugantritt gebucht werden und er kann an einem Stück bis zu 3000 Kilometer weit fliegen. Bei seiner ersten Landung auf dem Allgäu Airport wurde die Cessna der Air Allgäu durch die Flughafenfeuerwehr traditionell mit einer Wasserfontäne begrüßt. Und das war Kompakt am 1. Mai 2013. Jetzt gibt's das Wetter für die kommenden Tage. Am Abend kann es örtlich regnen und gewittern, nachts beruhigt sich das Wetter aber wieder. Die Temperaturen liegen zwischen 7 Grad in Oberstdorf und 11 Grad in Lindau. Der Donnerstag beginnt schön, zum Mittag hin ziehen aber Quellwolken auf. Die Wolken bleiben uns auch in der zweiten Tageshälfte erhalten. Immer wieder kommt aber auch die Sonne durch. Die Höchstwerte liegen tagsüber bei 17 bis 19 Grad. Abends gibt es dann vor allem am Alpenrand den ein oder anderen Regenschauer, der auch von Blitzen und Donner begleitet sein kann. Auch am Freitag ist keine Wetterbesserung in Sicht. Vormittags ist es teils sonnig, teils bewölkt. Nachmittags und abends gibt es dann wieder örtlich Schauer und Gewitter. Ausgerechnet zum Wochenende wird es dann wieder schlechter. Samstag und Sonntag bleibt es bewölkt und es regnet immer wieder. Mit 8 bis 15 Grad ist es außerdem etwas kühler. Der Wochenstart wird dann aber wieder schöner und wärmer. Hirn und Herz gleichermaßen ansprechen, das ist das Ziel des Landestheaters Schwaben. Dafür haben sich die Verantwortlichen auch für die Spielzeit 2013-2014 viel vorgenommen. Vom Räuber Hotzenplotz über die Gesellschaftskritik »Unser Dorf soll schöner werden« bis hin zum Klassiker »Nathan der Weise« zeigt das Ensemble des Theaters in Memmingen wieder die ganze Bandbreite seines Könnens. Vollgepackt ist es, das Programm für die Spielzeit 2013-2014 des Landestheater Schwaben. Die insgesamt 13 Produktionen stehen dabei unter dem Motto des Menschen Hirn. Das Zitat stammt aus dem Klassiker Nathan der Weise von Lessing. Mit diesem Stück wird am 27. September die neue Spielzeit am LTS eröffnet, wie jetzt im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gegeben wurde. 1779 geschrieben, behandelt es den noch immer aktuellen Konflikt zwischen den Religionen. Im Stück nimmt die Auseinandersetzung ein gutes Ende. Da hat Lessing damals eine Utopie entworfen, also nachdem im Stück die Ausgangssituation erstmal ähnlich ist, so wie wir sie eben auch nach wie vor heute noch vorfinden, die dazu führt, dass auf einmal eben doch ein Miteinander stattfinden kann. Darauf beruhend, dass im Stück entdeckt wird, dass die Herkunft aller Menschen und auch ihre religiöse Herkunft eigentlich eine ganz ähnliche ist und dass diese Unterscheidung also nicht gewollt ist. Das führt dazu, dass es im Stück einen guten Miteinander gibt. Da sind wir heute, 230 Jahre nach der Uraufführung, immer noch sehr weit davon entfernt in Deutschland wie auch auf der ganzen Welt. Auch in den restlichen Werken werden Konfliktsituationen behandelt. In gleich drei Stücken geht es um Rassismus und Nationalsozialismus in unserer heutigen Gesellschaft. Mal komisch, mal ernst nähert sich das LTS diesem schwierigen Thema. Das liegt uns als Thema sehr nah, einfach weil wir mit großen Bedenken, mit großer Verunsicherung einfach verfolgen, was nach wie vor eben in unserem täglichen Leben geschieht, wo die Themen, die während dem Nationalsozialismus damals eine große Rolle gespielt haben, Fremdenfeindlichkeit, Ermordung von Menschen, nicht nur nach wie vor noch weiter bestehen, sondern auch in den letzten Jahren, also in den letzten 10, 15 Jahren eine erstaunliche Renaissance erfahren. Und da sind wir nach unserer Auffassung als Theater auch deutlich gefragt, ein Statement dazu abzugeben und unseren Beitrag dazu zu leisten, diese Tendenz, soweit es geht, wieder einzudämmen und verschwinden zu lassen. Auch Kinder und Jugendliche will das LTS wieder gezielt ansprechen. Deshalb gibt es für die Kleinen den Räuber Hotzenplotz zu sehen. Für jugendliche Theaterbesucher wird unter anderem das Stück Ritzen auf die Bühne gebracht. Darin geht es um ein Mädchen, das aus Verzweiflung und Einsamkeit beginnt, sich selbst zu verletzen.
Das zweite ist Amoklauf, mein Kinderspiel, das sich, wie der Titel schon erahnen lässt, damit auseinandersetzt, was geht in den Köpfen, in den Hirnen und in den Herzen dieser scheinbar normalen Menschen vor, die lange Zeit ein normales Leben gelebt haben und die dann auf einmal, ja, umgangssprachlich gesagt, austicken und in den Schulen Amok laufen, ihre Mitschüler erschießen, Lehrer erschießen, das zumindest versuchen, Gewalt auf unterschiedlichste Art und Weise ausüben und was sich in diesem Augenblick so unheimlich schwer klären lässt, wie kann das dazu kommen? Viele nicht ganz einfache Themen hat sich das LTS also für die kommende Spielzeit vorgenommen. Wer kein Stück davon verpassen will, der kann sich den aktuellen Spielzeitkalender besorgen und so immer die Übersicht über das vielfältige Angebot des Landestheaters behalten. Übersicht haben sie auch ganz oben auf den Berghütten. Viele von denen öffnen traditionell am heutigen 1. Mai wieder ihre Türen und starten in die Sommersaison. In den niedrigeren Lagen des Allgäus sind die meisten Wege auch schon wieder weitestgehend schneefrei und laden zu Wanderungen förmlich ein. Rund um Schwangau zum Beispiel oder in Buchenberg im Oberallgäu. Auch bei Oberstaufen sind schon wieder alle Bergbahnen im Sommerbetrieb. Die Hündlebahn wirbt zum Beispiel gerade mit der Krokusblüte an der Bergstation. Wichtig vor dem Start zu einer Wanderung, informieren Sie sich, bevor Sie aufbrechen, sowohl über die Öffnungszeiten der Hütten als auch über die Wetterlage. Die war ja heute eigentlich ganz gut und so konnten fast überall in der Region die Maibäume aufgestellt werden. Mehr dazu gleich bei uns. Gleich zwei Gründe zum Feiern bei DM. Der Umsatz steigt zweistellig und das Drogerieunternehmen feiert ihr viertes Jahrzehnt mit Konzerten von Nena, Fanta 4 oder Xavier Naidoo. DM erzielt ein Umsatzwachstum von 16,2%. Von Oktober 2012 bis März 2013 hat DM in Deutschland einen Umsatz von 2.871 Millionen Euro erreicht. Ja, also wir haben eine erfreulich gute Entwicklung bei DM Drogeriemarkt. Im ersten Halbjahr unseres Geschäftsjahres haben wir eine Steigerung von 16,2% erreicht, auf bestehender Fläche sogar über 10%. Und darüber sind wir ganz glücklich, über diese tolle Entwicklung. Umfragen bestätigen, DM ist beliebt bei den Kunden. So konnte der Drogeriemarktriese weiter wachsen und neue Filialen eröffnen. Insgesamt stehen in ganz Deutschland mehr als 1400 DM-Märkte. In Jahresfrist haben wir über 111 Filialen eröffnet und sind zum Stichtag 31.03. bei 1417 Filialen. DM verdankt seinen Erfolg in erster Linie den mehr als 31.000 Mitarbeitern. So wurde DM vor 2 Monaten als Händler des Vertrauens in einer Studie des GfK-Vereins ausgezeichnet. Wir wollen hauptsächlich den Mitarbeitern, den Menschen im Unternehmen Entwicklungsmöglichkeit bieten, die Chance zur individuellen Begegnung. Wir fördern also das Miteinander. In der DM-Zentrale in Karlsruhe blickt man mittlerweile auf 40 Jahre Bestehen zurück. Das 40. Jahr will der Drogeriemarktriese mit seinen vielen Kunden feiern. Wir werden unser 4 Jahrzehnte DM-Jubiläum begehen mit vielen bekannten Künstlern, Kabarettisten. Wir werden Nena dabei haben, Xavier Naidoo, Michael Mitarbeiter, Dr. Eckart von Hirschhausen und noch mehr. Schöne Aussichten auf Konzerte exklusiv für DM-Kunden im Juli und August dieses Jahres. Mehr Informationen dazu in den DM-Filialen und unter www.dm.de. Scharf sehen ohne Brille. Die Praxis von Dr. Pfeffel und Dr. Zenk ist auf Augenlaserbehandlungen spezialisiert, seitdem diese Technik überhaupt verfügbar ist. Die Praxis verwendet ausschließlich die modernste Lasertechnologie. Damit ist eine schmerzfreie Behandlung und die schnellste Wiederherstellung der Sehkraft möglich. Besser sehen durch die Augenlaserbehandlung von Dr. Pfeffel und Dr. Zenk aus Weilheim in Oberbayern, München und Jena. Sie wollen einkaufen, erleben und genießen? Dann besuchen Sie die neue Messe MIR in Memmingen. Es erwarten Sie 100 Aussteller mit starken Angeboten aus Handel, Handwerk und Dienstleistung, erlebnisreiche Aktionen und die gemütliche Einkehr im Festzelt. Die neue Messe MIR vom 3. bis 5. Mai im Stadtpark Neue Welt Memmingen. Freitag von 12 bis 19, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Eintritt frei! Sie wollen noch mehr? Dann kommen Sie zu den Abendveranstaltungen ins Festzelt. Weitere Infos unter messe-mir.de. Treffpunkt Freizeit. Geschichten und Berichte aus unserer Heimat. Tourismus und Freizeit. Kultur und Brauchtum. Sehen, was das Allgäu bewegt. Wir sehen uns
im Treffpunkt Freizeit. In Immenstadt musste heute auf eine alte Tradition verzichtet werden. Die Verantwortlichen hatten das Aufstellen des Maibaums abgesagt. Zu groß sei das Risiko, dass bei der Prozedur etwas schief geht. Erst wenn alle Haftungs- und Sicherheitsfragen geklärt seien, dann könne man wieder einen Maibaum aufstellen. Auch der Altusrieder Trachtenverein bestätigt, dass die Sicherheitsanforderungen in den letzten Jahren erheblich angestiegen sind. Deshalb haben sie beim Aufstellen ihres Maibaums große Sicherheitsvorkehrungen getroffen, auch wenn dadurch die Tradition etwas geändert werden muss. Pünktlich um 10 Uhr setzt sich der kleine Festzug in Altusried in Bewegung. Vorneweg die Musikanten und gleich dahinter der Hauptdarsteller des heutigen Tages, der Maibaum. Unter den wachsamen Augen der Anwohner bringen die Männer des Koppachtaler Trachtenvereins den Baum zu seinem Platz in der Leutkircher Straße. Dort wird der Maibaum schon seit über 20 Jahren aufgestellt. Weil das eine ganz exponierte Stelle ist, da kommen die Leute von der Hauptstraße, von Leutkirch und kommen von Kempten. Und wenn man da einen Ort reinfährt, dann ist das der Platz, wo man da schön an dem Baum noch sieht und dann ist das eine richtige Augenweide. Den 26 Meter langen Baum richtig vor seiner Halterung zu positionieren, ist keine leichte Aufgabe. Das erfordert viel Körpereinsatz und ebenso viel Augenmaß von den Männern. Das Aufrichten des Baums übernimmt dann aber ein Kran. Zu groß ist die Angst, der Baum könnte umkippen und Menschen dabei zu Schaden kommen. Sicherheit geht für die Männer des Trachtenvereins vor. Ohnehin seien die Sicherheitsvorgaben in den letzten Jahren extrem verschärft worden, erklärt der Vorsitzende Franz Merck. Deshalb seien die Schilder inzwischen auch nicht mehr aus Holz, sondern aus Metall. Mit den Holzschildern, da ist uns vor 2 Jahren drum weggebrochen. Und dann haben wir da mal Ärger gekriegt und dann habe ich gesagt, das können wir so nicht mehr machen. Und dann haben wir da nach den alten Vorbildern aus Alu-Verbundplatten, hat uns dann die Medienschmiede aus Kempten hat uns die Schilder gemacht. Und wenn man das jetzt anschaut, ein Fremder sieht das gar nicht, dass das Alu-Verbundplatte ist, sondern die haben das so toll nachgebracht, das sah täuschend echt aus. In Gottes Namen, Maibaum, auf! Nach nicht einmal einer halben Stunde steht der Baum dann, ohne einen einzigen Zwischenfall. Erleichterung bei Verantwortlichen und Zuschauern. Gegen den traditionellen Maibaumklau habe man übrigens eine ganz eigene Methode entwickelt, erzählt Franz Merck. Details werden natürlich nicht verraten. Doch vor Streichen ist man auch in Altusried nicht sicher. Ja gut, da muss man natürlich in der Früh immer gleich losreißen und schauen, was alles passiert ist und also Maibaumwart, wo man Hand hat, festgestellt, dass er heute Morgen, wo er da geschaut hat, haben sie den Ständer vom Maibaum unter komplett eingeschaltet und mit Beton ausgefüllt. Also haben wir müssen ganz schnell schaffen, dass wir den wieder freigebracht haben. Nach dem Kraftakt gibt es dann die Belohnung, zünftige Musik und gutes Essen. Das Geheimrezept der Altusrieder Maifeier, Sicherheit und Brauchtum gehen hier Hand in Hand. Sie werden heute Abend versuchen, rechtzeitig alles klar zu machen, die Mannen von Trainer Esat Karic. Denn wenn der FC Memmingen heute Abend zusehen will, wie der FC Bayern München nach dem 4:0 Hinspielsieg gegen Barcelona hoffentlich tatsächlich ins Champions League Finale einzieht, dann sollten die Memminger ein Elfmeterschießen tunlichst vermeiden. Auch für Memmingen geht es heute Abend nämlich um den Finaleinzug. Sie stehen im Halbfinale des bayerischen Toto-Pokals. Der Gegner heißt TSV 1860 Rosenheim und sollte es nach 90 Minuten unentschieden stehen, dann geht's ins Elfmeterschießen. Hoffen wir mal nicht, dass es so weit kommen muss und hoffen wir, dass sich die Karic-Truppe klar durchsetzt. Denn wer den Toto-Pokal am Ende gewinnt, dem winkt unter anderem ein direkter Startplatz im DFB-Pokal und damit in der ersten Runde ein Heimspiel gegen einen Erst- oder Zweitligisten.
Wir halten Sie auf dem Laufenden. Bilder und Kommentare zum Spiel gibt's morgen bei uns in der Sendung. Außerdem, Guido Westerwelle besucht Sonthofen. Würde mich freuen, wenn Sie dann wieder einschalten würden, ab 18 Uhr im Kabel oder ab 18.30 Uhr über Satellit. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss, bis dann.